Neben Spinnen, Stechmücken und anderen Krabbeltierchen begegnet uns nun auch wieder häufiger die Bernsteinschabe. Im ersten Moment bekommen die meisten wahrscheinlich einen Schock, wenn sie eine solche Schabe auf der Terrasse oder sogar in Innenräumen entdecken. Harmlose Bernsteinschaben sehen den fiesen Küchenschaben, die auch als Kakerlake bezeichnet werden, nämlich zum Verwechseln ähnlich. Dennoch kann man die beiden Tierchen anhand folgender Merkmale unterscheiden. Die Bernsteinschabe ist etwa 1,5 cm lang und einheitlich blass hellbraun gefärbt. Kakerlaken haben zwei dunkle Längsstreifen vorne auf dem Nackenschild und deutlich mehr und kräftigere Dornen an den Beinen. Die Bernsteinschabe ist nicht nur nachts aktiv, wie die Kakerlake, sondern auch tagsüber und sie kann fliegen. Die Kakerlake hingegen scheut das Licht. Wenn du eine Kakerlake siehst, ist das in der Regel kein gutes Zeichen und der Befall meist schon fortgeschritten. Hast du es mit einer harmlosen Bernsteinschabe zu tun, musst du nichts dagegen unternehmen, da sie kein Vorratsschädling ist und bei dir zu Hause aufgrund von Nahrungsmangel verendet. Hast du aber Kakerlaken zu Hause, hilft nur noch der Kammerjäger,